Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder besonders, die Emma zu Gast zu haben. Die Emma, und sie hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Emma Zilke, den verlinke ich auch oben in den Infokarten. Und Emma hat mir dieses oder letztes Jahr, haben wir doch ein Video gemacht, was die schleimfreie Heilkost bei dir bewirkt hat, welche Veränderungen. Also wer sich für dieses Thema interessiert, das werde ich auch oben in den Infokarten verlinken. Liebe Emma, ich freue mich, dass du da bist. Ja, liebe Silke, ich freue mich auch und vielen Dank, dass ich heute wieder auf deinem Kanal sein darf. Sehr gerne, Emma. Und heute haben wir auch ein interessantes Thema. Also seit ein paar Jahren ist ja der Minimalismus auch ab und zu Thema. So, ich hatte vor 4 Jahren begonnen, Minimalismus im Bad, Minimalismus beim Schlafen. Wir praktizieren ja schon seit einigen Jahren Bodenschlaf, mein Ältester auch Luftschlaf. Der schläft schon seit einiger Zeit in der Hängematte. Und Minimalismus spielt ja auch in deinem Leben eine Rolle. Und viele denken ja immer so, Minimalismus bedeutet nichts zu besitzen. Und für mich ist das immer eine ganz individuelle Sache. Man schaut einfach, was braucht man wirklich? Ja? Was ist zu viel im Leben? Was belastet sogar? Und es kann ganz individuell sein. Es gibt durchaus Minimalisten, die ganz normal im Bett schlafen. Für mich bedeutet das eben, dass ich meine Schlafstätte minimalisiert habe, dass ich mein Bett sozusagen einrollen kann und irgendwo in die Ecke stellen, irgendwo in die Ecke ja, legen kann. Ne? Das ist für mich, das bedeutet für mich auch, dass ich so meine Schlafangewohnheit minimalisiert habe. Für andere Minimalisten, du hast vielleicht noch ein Bett, bei dir spielt das jetzt keine Rolle. Das heißt einfach, dass man individuell schaut, was zu viel ist und was man weggeben, auflösen kann. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie bist du denn zum Minimalismus gekommen? Wie hast du begonnen, dich damit zu beschäftigen? Ja, also bei mir hat alles so richtig vor über 5 Jahren mittlerweile schon angefangen. Das war so im Frühjahr 2015, als ich auch das erste Mal so richtig mit der Rohkost, auf die Rohkost gestoßen bin. Und als ich mich eben von Rohkost immer mehr ernährt habe, habe ich gemerkt, dass das so etwas an meinem Bewusstsein verändert hat. Ich habe auf einmal die Dinge, die ich früher ganz normal eingekauft habe und wo ich mir nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht habe, das habe ich angefangen zu hinterfragen. Und vor allem war ich damals eben noch sehr auf Schminkprodukte fokussiert. Also da habe ich mein ganzes Zimmer eigentlich voll gehabt von. Und es war dann tatsächlich so, dass ich ja eines Tages so in meinem Zimmer saß und das alles gesehen habe und mich wie erdrückt davon gefühlt habe. Also es war mir einfach zu viel. Und jeden Tag habe ich mich dann immer mehr gefragt, brauche ich das eigentlich? Brauche ich vor allem 10 verschiedene Lippenstifte, 10 verschiedene Haarpflegeprodukte? Also so war das damals bei mir eben noch, dass ich von allen möglichen Dingen nicht nur eine Sache hatte, sondern mehrere. Und irgendwann habe ich mich dann getraut, sage ich mal. Also es war am Anfang schon eine Überwindung, das alles auszusortieren. Ich kann mich erinnern, dass ich damals mir eine Kiste genommen habe und das, was ich gar nicht mehr gebraucht habe, wovon ich mich relativ leicht trennen konnte, das habe ich in diese Kiste gepackt und das habe ich dann damals in meine Uni gestellt und da konnte man sich dann halt das raussuchen, was man braucht, so zum Mitnehmen umsonst. Und das hat sich so gut angefühlt für mich, also diesen ersten Schritt zu wagen, einmal das auszusortieren, was man wirklich nicht mehr braucht und es vor allem an Menschen zu verschenken, die es vielleicht momentan benötigen. Und ja, da habe ich so das erste Mal dieses Freiheitsgefühl zu spüren bekommen, womit ich den Minimalismus eben auch verbinde. Und das Gefühl wollte ich nicht mehr missen. Ich habe dann immer weitergemacht, Dinge aus meinem Leben zu minimalisieren und ja, mittlerweile bin ich bei so wenig Dingen angekommen. Vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass es gar nicht möglich wäre, mit so wenig Dingen zu leben. Bei mir hat es auch damals, ich hatte über 700 Bücher, ich habe dann auf 100 oder 90 minimalisiert, habe auch ganz viel verschenkt und es gibt ja die tolle Möglichkeit, so bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel auch Sachen zu verschenken und da hatte ich auch so ganz interessante Begegnungen und Gespräche. Also das war immer sehr, sehr interessant. Ich finde es einfach auch schön, wenn man bemerkt, man braucht bestimmte Dinge nicht mehr, Bücher, irgendwelche Gebrauchsgegenstände, aber jemand anders sucht diese Gegenstände gerade. Man kann nicht nur sich ein bisschen erleichtern, weil man merkt, man braucht es eigentlich gar nicht. Man kann auch jemandem Freude spenden. Das finde ich auch das Schöne am Minimalisieren. Und
Mittlerweile habe ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr Bücher. Also das ist auch nicht so, dass man sich bis auf nur 10 Dinge reduziert. Es gibt manchmal Phasen, wo ich dann auch wieder merke, jetzt wird mir das alles zu viel. Jetzt schaue ich mal, brauche ich jetzt gewisse Bücher wirklich oder gewisse Kleidungsstücke oder gewisse Schuhe oder also bei mir ist es allerdings so, also es gibt einen Bereich, wo ich überhaupt nicht minimalisieren kann, das ist die Küche. Also viele denken immer, nur weil ich jetzt mal Minimalismus im Bad und beim Schlafen thematisiert habe oder auch, dass ich mich von gewissen Dingen getrennt habe, dass das jetzt auf alle Bereiche sich ausgebreitet hat. Also in der Küche werdet ihr bei mir nie Minimalismus sehen, weil ich auch immer gewisse Vorräte da habe an Trockenfrüchte, an Nüssen, an keimfähigen Saaten. Das habe ich auch schon in einigen Videos gezeigt. Wir haben auch diverse Geräte, also einen Entsafter, einen Mixer, einen Kleinmixer, einen Wasserfilter. Also da möchte ich jetzt in der Küche auch erstmal nicht verzichten. Aber ich schaue einfach so im Alltag oder bei Gebrauchsgegenständen. Also manchmal sortiere ich auch mal Geschirr aus oder Besteck oder irgendwie dann doch Dinge auch in der Küche. Aber so generell, wenn man bei uns in die Küche kommt, könnte man nicht vermuten, dass Minimalismus bei mir ein Thema ist. Und bei mir war das auch damals so, ich bin ja so aufgewachsen oder so bei meinen Eltern, auch im Bad, waren immer so Duschgel, Shampoo, Duschlotion, Handseife, so Flüssigseife, überall so diese Plastikverpackung. Und das war für mich auch eine große Erleichterung. Also ich habe zwar jetzt auch mittlerweile wieder Shampoo dastehen, weil mein 15-Jähriger sagt, oh Mama, mit Lavaerde ist jetzt nicht so meins, ich möchte lieber Shampoo haben. Da gehe ich zumindest in den Bioladen und kaufe ihm ein Shampoo, wo auch jetzt vom ökologischen Aspekt her, wo wenig Inhalt, also Zusatzstoffe enthalten sind. Aber sonst sieht es bei uns im Bad sehr übersichtlich aus. Wir machen auch unsere Zahnpasta selber und Bambuszahnbürsten. Gut, es hat auch ein bisschen was mit. Da gibt es auch dieses No Waste oder No Plastic, ne, dass man einfach auch schaut. Das geht bei mir auch ein bisschen in die Richtung. Dadurch, dass wir aber durch unsere Mitbewohner auch zu viert sind, haben wir einfach mehr am Bad, als wenn jemand nur alleine ist, wo nur eine Zahnbürste, ein Zahnpulver steht und eine Seife oder so oder ein bisschen Lavaerde. Aber es ist schon wirklich interessant, dass der Minimalismus auch dazu führt, dass man wirklich auch, sag ich mal, den Umweltgedanken mit aufgreift. Ne? Wie werden die Sachen hergestellt? Wie oft werden die überhaupt benutzt? Und macht das überhaupt Sinn für mich selbst persönlich? Und ja, es ist wirklich sehr interessant, was auch so, bei mir war es ja auch die Rohkosternährung. Bei mir hat es so ein bisschen länger gedauert, dass man sich wirklich auch fragt, braucht man die ganzen Dinge? Und es macht einen wirklich leichter. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die kaufen Dinge, um sich eine Befriedigung zu verschaffen. Oder es gibt verschiedenste, so wie es emotionales Essen gibt, gibt es wahrscheinlich auch emotionales Kaufen. Ne? Dass man sich mit schönen Dingen umgibt. Einfach auch so als Ersatzbefriedigung. Ne? Und wenn man, also ich meine, ich habe dazu jetzt nie so dazugehört. Ich war noch nie gern shoppen oder so. Also ich bin gern so auf Wochenmärkten, auch in anderen Ländern, wenn wir so reisen waren, so Märkte mit frischem Obst und Gemüse, das ist für mich immer eine Freude. Aber ich bin jetzt niemand, der gern so shoppen geht und ja, da so eine Freude hat. Und auch so mit Deko, mit so Deko bin ich da immer sehr sparsam, habe da jetzt nicht so viel. Auch auf dem Fensterbrett. Also wenn ich das bei meinen Eltern zum Beispiel sehe, das ist so ganz, ganz anders, wirklich so ein ganz krasses Gegenstück. Und ich will aber sagen, das ist eine individuelle Sache. Ich würde auch niemanden jetzt verurteilen, dafür, dass er sich eben sich auch an schönen Dingen erfreuen kann und die um sich stehen haben möchte. Also ich finde, das ist eine individuelle Sache. Und solange es sich so auch kein Dogma sein, solange sich jeder damit so wohlfühlt, ist es ja auch in Ordnung. Und ja, wie sieht es bei dir so zum Beispiel auch im Bad aus? Hast du auch im Bad minimalisiert? Du hast ja schon erzählt, deine Kosmetik hast du minimalisiert. Auch jetzt Duschgel, Shampoo, Zahnpflege. Genau, ja, das kam bei mir eben auch alles mit der Zeit, dass ich da geschaut habe, wie nachhaltig sind die Produkte überhaupt, die ich benutze. Und damals waren das eben alles ganz normale Plastikprodukte, also Duschgel. Und dann sind die natürlich auch von den Inhaltsstoffen eher kritisch zu sehen. Da habe ich mich dann eben auch gefragt, was trage ich da eigentlich auf meine Haut auf? Also das war vorher überhaupt kein Thema bei mir. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und als ich dann eben immer mehr minimalisiert habe, ja einfach bewusster wurde in dem Bereich, wollte ich diese konventionellen Produkte eben auch nicht mehr verwenden, weil sie für die Gesundheit nicht so gut sind, für die Umwelt nicht so gut sind. Ich habe dann Duschgel auch komplett aus meinem Leben gestrichen, habe mir die Aleppo-Seife geholt. Das ist ja einfach so ein ja, Seifenstück. Bei den Haaren ist es bei mir noch ein bisschen schwierig. Also da habe ich auch einiges versucht, mal mit Trockenmehl zu waschen. Ich weiß nicht, da habe ich leider noch keine Lösung für mich gefunden, weil ich halt sehr
trockene Haare habe und ich hatte immer das Gefühl, die wurden durchs Roggenmehl noch trockener. Kann natürlich sein, dass die Haare erstmal so eine Umstellungsphase brauchen. Und ich habe das für mich jetzt erstmal so, ja, ich mache es jetzt momentan so, dass ich ein Naturkosmetik-Shampoo verwende, aber so richtig glücklich bin ich damit ehrlich gesagt nicht. Also vor allem, weil ich eben in allen anderen Bereichen schaue, dass ich kein Plastik verwende. Und wenn ich dann so mein Shampoo im Bad sehe, was halt noch eine Plastikverpackung hat, ja, aber von der Naturkosmetikmarke ist, da wünsche ich mir für die Zukunft schon, dass ich da eine Alternative finde, die eben umweltschonender ist. Aber ansonsten ist es bei mir auch beim Zähneputzen so, dass ich keine Plastikzahnbürste mehr verwende. Also ich bin auf eine Bambuszahnbürste umgestiegen. Ich benutze keine normale Zahnpasta mehr. Da benutze ich, entweder mache ich mir selbst eine aus Kokosöl, ätherischen Ölen. Oder ich benutze das Zahnpulver von Lebenskraft pur. Also das finde ich auch ganz gut. Genau, und das ist ja auch alles plastikfrei. Und ich finde es auch einfach schön, dass man in dem Bereich so seinen Horizont erweitert und so ganz andere Produkte kennenlernt oder eben mal versucht, so eigene Dinge herzustellen. Also das wäre mir früher auch nie in den Sinn gekommen, mal eine Zahnpasta irgendwie selbst herzustellen. Und ja, also das hat wirklich meinen Fokus nochmal auf ganz andere Dinge gerichtet, zu sehen, dass da einfach noch viel mehr möglich ist, dass man auch nicht so abhängig sein muss, ins Geschäft zu gehen und zu glauben, okay, ich kann jetzt nur in einem Drogeriemarkt eine Möglichkeit finden, um meine Zähne sauber zu bekommen, sondern man kann es eben auch selbst herstellen oder ja, ein nachhaltigeres Produkt finden. Also bei dir hat sich Minimalismus und der ökologische Gedanke auch gemischt. Ne? Ist ja, ja nicht auf jeden Fall so. Ja. Ich kann mich auch erinnern, ich war vor vielen Jahren auch zweimal in Afrika länger unterwegs und da hatte ich auch nur meine große Kraxe oder so einen größeren Rucksack und einen kleinen Rucksack und hatte für 4 Monate nur diese Sachen bei mir und das ging, das war wunderbar. Ja. Also man merkt auch, man kommt mit viel, viel weniger aus und das ist ja auch das Schöne, also du bist ja auch sehr naturverbunden. Ne? Wir sind ja auch immer gern draußen in der Natur und da fühle ich mich am wohlsten, da bin ich am glücklichsten in der Natur oder mit Menschen zusammen. Also mein Glück hängt gar nicht an materiellen Dingen. Also materielle Dinge machen mich überhaupt nicht glücklich. Also ich lese mal gerne ein gutes Buch, das muss ich schon sagen, aber am glücklichsten bin ich in der Natur, also frei von diesen materiellen Dingen oder eben mit Gleichgesinnten, wo man sich eben auch schön austauschen kann und so auch angenommen wird und wo man alles sagen und denken kann. Das ist für mich eigentlich der größte Reichtum. Nicht irgendeine teure Couch oder teures Möbel, ja. Also da war ich noch nie so. Und es war wirklich auch eine Befreiung vor 4 Jahren, zu sagen, jetzt das Bett weg. Und jetzt, ich hatte ja auch dann eine Truhe und dies und das. Ich glaube, ich habe das auch mal in einem Video gezeigt, was ich da alles so minimalisiert habe und rausgestellt habe und verschenkt habe. Auch teilweise kann man ja auch die Sachen verkaufen. Ja. Bei mir war es so eine Mischung. Ich habe Sachen verkauft. Gibt es ja auch Momox und Rebuy. Da kann man zum Beispiel Bücher, DVDs, Musik-CDs nehmen die dann ab oder man verschenkt es. Bei mir war es immer eine gute Mischung. Gibt es bei dir eigentlich einen Bereich in der Wohnung, wo kein Minimalismus herrscht? Ja, also ich würde sagen in der Küche. Also ich ernähre mich ja von Rohkost und natürlich kann man das auch ohne die ganzen Küchengeräte hinbekommen, aber ich mag einfach die Vielfalt. Ich mag es, einen Mixer zu besitzen, einen Entsafter, einen Dehydrator hatte ich auch schon mal. Und da muss ich sagen, also da achte ich nicht unbedingt drauf, wenig in der Küche stehen zu haben. Aber ich schaue natürlich trotzdem, was brauche ich wirklich? Also ich gehe nicht in den Laden und kaufe mir 10.000 verschiedene Löffel, sondern ich schaue schon, dass ich wirklich nur Dinge in der Küche stehen habe, die ich regelmäßig benutze. Genau, also in der Küche würde ich sagen, ist es so von allen Räumen, ja, also da stehen einfach so die meisten Sachen, aber damit geht es mir auch gut. Also ich mag es auch einfach, viele Lebensmittel in der Küche zu haben, gesunde Lebensmittel natürlich, frische Lebensmittel. Und ja, so sieht das bei mir aus. Ich wollte auch noch mal sagen,
Minimalismus ist halt sehr individuell. Da gibt es verschiedenste Abstufungen. Ne? Es gibt manche, die sind wirklich nur mit dem Rucksack in der Welt unterwegs oder arbeiten und sind nur mit wenig Sachen unterwegs und da total zufrieden. Und andere minimalisieren auch, aber die haben dann doch einiges mehr, eine Wohnung und Möbel. Aber es ist wirklich eine ganz individuelle Sache. Man kann jetzt gar nicht sagen, ab da ist es Minimalismus und ab da nicht. Und eine Freundin von mir hat auch den Begriff geprägt, den ich eigentlich schon fast viel lieber mag, optimieren, sein Leben optimieren. Dass man einfach optimiert und das ist, ich würde nochmal betonen, das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte, weil da manche vielleicht auch denken, die wirklich sehr, sehr minimalistisch leben, naja, das, was ihr macht, das ist überhaupt kein Minimalismus. Das ist ja einfach, ihr sortiert ein bisschen aus, aber das ist kein wirklicher Minimalismus. Aber ich will immer betonen, wie es auch bei der Ernährung ist, das ist alles eine individuelle Geschichte. Es gibt nicht die eine Ernährung für alle Menschen, ne? Dass sich alle Menschen nur so ernähren müssen. Und das ist eben auch beim Optimieren. Ne? Jeder hat da ein bisschen anderen Fokus und die einen minimalisieren eher so, was die Kleidung und Schuhe angeht oder Bücher, die anderen beim Möbel und andere vielleicht auch in der Küche. Ne? Manche, ich habe auch eine Freundin, die mag überhaupt keine Geräte oder zu viel in der Küche. Ne? Die hat auch keine Vorräte oder so. Das ist ja alles zu viel. Und sie lebt auch sehr minimalistisch, ne? Und hat mich auch unterstützt bei meinem Weg und hat mir so Tipps gegeben. Also für mich persönlich und für dich auch, konnten wir jetzt raushören, ist es halt auch eine Befreiung. Absolut. Ja. Und hat bei dir auch schon was mit der Rohkostumstellung zu tun, ne? Mhm. Also generell ist mir das ja auch aufgefallen, Umstellung auf Rohkost, dann Entgiftung und auf einmal ändert sich das Denken, die Wahrnehmung, man stellt mehr Fragen, man schaut sich mehr sein Leben an. Ja, man stellt sich Fragen über sein eigenes Leben, ne? Was jetzt auch bei dem Minimalisieren, ne? Dass man einfach merkt, boah, jetzt erschlagen mich manche Dinge, es ist einfach zu viel und es lenkt mich ab, um Fokus zu gewinnen auf die wirklich wichtigen Dinge. Gibt es halt Menschen, die lenken zu viele Dinge um sie herum ab. Ja, manche sagen, naja, wenn du einen inneren Frieden hast, stört dich das Chaos darum. Chaos in Anführungsstrichen nicht, aber das ist ja auch ein bisschen eine individuelle Geschichte. Kann so sein, gibt Menschen garantiert, wo das so ist, die sich eigentlich nur mit Dingen um sich herum wohlfühlen, die da auch immer vielleicht mit jedem, was sie da um sich herum haben, die Geschichte verbinden. Sowas gibt es ja auch. Dazu gehöre ich jetzt nicht so unbedingt, aber ja, ist schön, einfach die Vielfalt, wie Menschen so unterschiedlich leben, ne? Und wie Menschen auch so unterschiedlich das Optimieren und das Minimieren für sich definieren. Finde ich immer sehr faszinierend. Und es gibt ja heutzutage auch so viele YouTube-Kanäle oder Blogs, die das so beschreiben. Da kann man sich auch ein bisschen Inspiration holen. Und ja, aber wichtig ist halt, bei sich zu bleiben, ne? Einfach nach den eigenen Bedürfnissen zu schauen. Genau. Das sehe ich. Also noch zum Schluss nochmal fragen wollte, du bist ja auch ab und zu mal so auf Reisen. Bist du dann auch minimalistisch unterwegs auf Reisen, dass du wirklich sagst, also ich nehme nur Handgepäck mit zum Beispiel und nur wirklich die nötigsten Sachen? Ja, also bei mir, wie gesagt, kam das mit dem Minimalismus ja Anfang 2015. Und ich bin dann gut 1,5 Jahre später, also im September 2016 war das, da bin ich das erste Mal wirklich sehr weit weggeflogen. Also nach Thailand, komplett anderer Kontinent. Und da bin ich dann, also nicht komplett mit Handgepäck, ich hatte schon noch so einen größeren Backpacking-Rucksack. Aber für meine Verhältnisse war das damals nicht viel. Also so viel passt da jetzt auch nicht rein. Ich habe da auch nicht viel mitgenommen. Also ein paar T-Shirts, ich weiß nicht, 2, 3 Hosen vielleicht, so das Nötigste. Und da habe ich eben auf Reisen auch so das erste Mal zu spüren bekommen, wie viele positive Vorteile das so mit sich bringt, eben nicht so viel mit sich zu schleppen auf Reisen. Und als ich dann auf der Reise war, also in Thailand selbst, habe ich dann noch einmal gemerkt, ich hätte eigentlich noch viel weniger mitnehmen können. Also das fand ich auch sehr interessant. Und das war so ein unglaublich tolles Freiheitsgefühl. Das hat auch nochmal ganz viel bei mir verändert. Und jetzt ist es immer so, wenn ich wegfahre, wenn ich wegfliege, dass ich einfach nicht viel mitnehme. Ich bin jetzt auch vor einem halben Jahr das erste Mal nur mit Handgepäck geflogen und es hat auch wunderbar funktioniert. Da wundern sich dann ganz viele Menschen noch drüber, wie man mit so wenig klarkommen kann. Aber es geht alles und es ist ja auch ein Weg bei mir gewesen. Also es war ja auch nicht so, dass es von heute auf morgen so gekommen ist, sondern ich habe halt währenddessen immer mehr gemerkt, okay, das brauche ich eigentlich auch nicht und so ist es mit der Zeit immer weniger geworden.
Mir hat auch meine Zuschauerin geschrieben, ja, wenn ihr nur so in warme Länder reist, geht es mit Handgepäck, aber wenn man so weiter im Norden reist, im Winter, wenn man wirklich dickere Sachen braucht, dann wird es natürlich schwierig mit Handgepäck. Wenn man sich auch Das mal die stimmt. Sachen oder noch ein Ja. paar Schuhe, dann geht es natürlich nicht, aber in wärmeren Gegenden geht es natürlich wunderbar, nur mit Handgepäck Ja. zu reisen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mit meinen Jungs, wir hatten alle nur Handgepäck und es ist immer sehr praktisch. Man muss nicht irgendwo auf sein Gepäck warten, man hat sein Gepäck immer dabei. Und es war auch Ja. eine interessante Erfahrung, immer so zu packen, dass man alles Notwendige dabei hat, auch bei Kleidung einfach zu schauen. Ich sage nur, das, was mein Rucksack passt, nehme ich mit und was nicht reinpasst, kommt halt nicht mit. Das ist auch eine sehr Genau. interessante Erfahrung, ne? Dass das einfach Ja. möglich ist, sich da so in warmen Gegenden so zu minimalisieren. Ja, liebe Emma, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview, für die Einblicke bei dir, was Minimalismus angeht. Und jetzt an die Zuschauer. Ja, wie hat euch dieses Interview gefallen? Was haltet ihr von diesem Minimalisieren, Optimieren? Ist es auch Thema bei euch oder könnt ihr damit nicht so viel anfangen? Also wir freuen uns auf alle Fälle über eure Kommentare, über euer Feedback. Die Emma wird bestimmt auch sicherlich mal drüber schauen. Und ja, liebe Emma, vielen Dank nochmal. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir wünschen euch alle noch eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald.